Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Galacticraft, dieses Mal mit einer Framerate von merkwürdigen 40 Frames bei mir. Bei euch sollte es sich nicht bemerkbar machen, ihr habt eh nur 30, aber what the hell, wie dem auch sei. Wir werden uns in dieser Folge um etwas bei Minecam kümmern Ja. und außerdem noch um den Energieturm. Das werde ich jetzt gleich mal hinter uns bringen, weil sonst machen wir es nämlich nicht. Und zwar brauchen wir die Solarzellen. Ich habe auch ein paar schon Test-Tubes heißen die ja jetzt. Ja, habe ich gemacht. Und die brauchen wir natürlich. Nee, macht ja Sinn. So, wir springen mal kurz hier hoch. Ich bin übrigens so schnell, weil ich die halbe Rüstung ausgezogen habe. Ich habe zwar kein Radiation Shielding, aber Ja, juckt. das brauchen wir jetzt auch nicht, ne? Und So. ja, wir sind jetzt vielleicht. Warte mal, hier, geht nochmal auf. Okay, ich wollte gerade testen, sind die Solarzellen immer noch so hässlich buggy? Und ja, sie sind es. Heureka! Ja, also ihr seht hier den Chemical Decomposer, Ah, ja, kannst du mal eines. kurz warten, bevor ich da bin? Was wollten wir noch machen außerdem? Ja, genau. Was wollten wir noch machen? Ich glaube, was anderes wollten wir auch noch machen. Ja, ich weiß ja nicht. Auf alle Fälle werde ich jetzt mal, während du die Elektromagneten weiter verfolgst, ein Ah, nee, Chemist das Journal solltest du machen. machen. Das solltest du machen. Das Tobi, mach Chemist mal, Journal. Tobi, mach mal du, weil ich mache gerade die Energie. Oder machen wir am zweiten Teil Minecraft. Okay, alles klar. Wunderbar, wunderbar, das ist wunderbar. Ja, und natürlich also ich muss jetzt hier Elektromagneten machen, aber ich weiß nicht, warum das so ist. Auf alle Fälle, der will das schon wieder nicht craften, auch wenn ich auf Beginn klicke, dann zeigt er das gar nicht. Ah, jetzt zeigt er das im So. Crafting-Monitor an. Das heißt, wir müssen das Ding erweitern. Warte mal kurz, das sind 5 Blöcke, das sind wahrscheinlich dann auch 5 Blöcke, okay. Wir erweitern das einfach mal um einen weiteren Block, also 5 zu 6. Und dann schauen wir mal, ob dies jetzt etwas wird hier, Oh, weil. da sehe ich gerade, ja. Wir können automatisieren, und zwar, weil das alte Bronzerezept im Bezug auf diese Elektromagneten auch funktioniert. Okay. Das heißt, dass wir eigentlich, ja, ne? Eigentlich funktioniert es trotzdem nicht, ne? Das wolltest du sagen. Nein, es funktioniert schon, aber ich müsste jetzt das ganze Rezept neu machen. Und da wir sowieso jetzt hier Ja, gerade so einen großen Vorrat haben dann und wir. mach's halt einfach neu kurz. Ich meine, du, wir machen eh Minecraft im zweiten Teil. Ich baue jetzt auch nichts anderes. Genau, also der Elektromagnet mit einem Motor und Bronzeingot. Das heißt, ich stelle jetzt erstmal einen Motor her. Das ist ja leichter So. gesagt. Und ich schaue währenddessen mal hier, wie es aussieht. Wie stelle ich die Dinger jetzt auf? Am besten. Ich würde mal tippen. So. Und jetzt kommt hier wahrscheinlich dann der andere hin. Geht das so? Nein, es geht nur so. Und dann hier wieder den Advanced Solar Generator, wobei die Dinge ragen jetzt Ja, halt ne? dann auch so drüber. Aber meine Güte, ist halt so. Muss man mit leben. Das einzige Problem, was wir wirklich haben, ist momentan Wolle, weil alles, was mit Monster Drops zu tun hat, ist schwer zu bekommen. Ja, Ja, echt und mal so. gucken, vielleicht können wir da auch mal mit Minecam ein bisschen nachhelfen, weil mit Minecam kann man ja wirklich auch viel machen. Vielleicht ist es ja sogar möglich, Wolle zu synthetisieren, wer weiß. Ich weiß es nicht, also ich habe wirklich keine Ahnung, ob das möglich ist. Höchstwahrscheinlich. Nee, davon gehe ich jetzt nicht mal unbedingt aus, weil es gibt schon einige Items, die Minecam noch nicht mal annimmt, So, auch wenn es jetzt hier müssen Vanille-Items wir sind. theoretisch dann ja nur die Dinger durchziehen. Also ich schaue gerade nur, wie es denn aussieht hier von der Verkabelung mit den Solar Generators, dass wir das mal hier auf die Kette bekommen. Aber uns fehlen da sowieso noch ein paar. Warte mal, das sind ja andere Solar Panels. Ach nee, das sind die, mit denen man die Solar Generators macht, ne? So, jetzt habe ich hier Okay. einen Motor und jetzt lassen wir natürlich Bronze craften. Und ja, ne? Bronze haben wir ja so relativ viel eigentlich. Jetzt machen wir da gleich mal ein ganzes Stack. Da haben wir eigentlich diese tolle Factory, ja, die uns nicht auf den Sack geht. Wirklich gar nicht. Ja, die Factory ist einfach. Nein. So. Solar Generators, jetzt haben wir einen mehr als vorher, aber ich habe es nur erweitern wollen, damit wir hier im Prinzip dann die ganzen anderen Solar Generators aufstellen können. Ich werde da jetzt mal ganz kurz mit Dirt Ja, ich mache markieren. jetzt mal noch ein Chemist Journal, weil das brauchen wir natürlich auch. Das kennt ja noch alle. Im Chemist Journal steht bei mir momentan gar nichts drin. Und ja, ne, das ist halt jetzt erstmal außen vor. Das legen wir ins Mikroskop und dann möge das Erforschen bald beginnen im zweiten Teil dieser Folge. Vielleicht auch, ne? Eventuell Ja. erweitere ich die Plattform auch nochmal um eins. Das könnte ich eigentlich machen. Wenn ich es dann endlich geschafft habe, Aber durch die Eisentür zu gehen, ja, das ja. machen wir. Komm, wir erweitern die Plattform mal nochmal um eins. Ich glaube, jetzt kann ich auch schon auf 7 gehen, weil ich muss nämlich auf 7 Länge gehen, damit wir hier
eventuell etwas mehr noch platzieren können. So, das heißt, so, ich schau mal, wie viel Netherrack wir haben. Wir haben relativ auf viel. 1200, ja, weil Tobias hat, glaube ich, auch in der im Nether eine Query aufgestellt. Ach ja, nein, und das mache ich noch, das habe ich noch nicht gemacht. Ach so, und übrigens, vorhin habe ich natürlich die Jump mal wieder versucht, habe es natürlich geschafft, fail. Bloß kann man dann halt nichts machen da, ne? Weil das war ja nicht eine Aufnahme und das ist dann, nicht ja, so. Ja, ich habe die Jump-Map offscreen geschafft, jetzt darf ich mir einen Preis holen und so. Das ist echt, das wäre echt schwul, du. Sowas machen wir, sowas machen wir natürlich nicht. Einen Fehler gemacht, so, also, nein, sowas machen wir natürlich nicht, vor allem nicht ich, weil ich schaffe die Jump-Map sowieso nicht, Da macht er sich wieder schlecht. Ja, Entschuldigung. So eine Angewohnheit von mir. Also hier ist das schlechte Pattern und hier das gute Pattern für den Elektromagneten. Das heißt, wir nehmen jetzt mal dieses Pattern hier komplett raus, werfen es in den Müll, verbrennen es und erzeugen viel schlechte Energie und nein. Und dann sind wir dazu bereit, jetzt mal im großen Stil Elektromagneten zu produzieren. Wir haben schon 34, aber das reicht uns natürlich nicht. Mach mal so viel, wie gerade gehen einfach. Ich gehe jetzt mal auf 1000. Ja, versuch mal 1000. Sollte, also wir brauchen 60 auf jeder Seite, 60 multipliziert mit 4. Wir rechnen einfach mal der Einfachheit halber, jawohl, mit 60 kann ich gerade noch rechnen. Kommen wir auf 480, 480 multipliziert nochmal mit 4 wegen allen 4 Seiten. Also das heißt, wir kommen auf ungefähr 1700, 1800 so. Ich mache einfach mal 2000 brauchen wir. So. Also das heißt, ich kann jetzt... Ja, wir fangen jetzt mal klein mit 1000 an. Wir haben auf alle Fälle genug Rohstoffe, um die herzustellen. Und warte mal kurz. Jetzt muss ich mich gerade hier schon wieder fragen, wie es hier... Komm mal kurz auf den Energieturm, bitte. Ja, jetzt bin ich hier gerade hier. Ja, auf Energieturm bist du, habe ich gehört. Ja, wie ist denn da die Luft? Wunderbar. Ja. So. Fresh Air, ne? Und so. Mann, ich weiß nicht, wie ich es anordnen soll. Ich habe es jetzt ein wenig erweitert. Auf den Solarpanel rum. Was? Sehr gut. Ich habe es jetzt ein bisschen erweitert, ne? Und jetzt weiß ich bloß nicht, wie weiter, ne? Also was soll ich jetzt... Ich tue jetzt erstmal hier Klaus dann drum zimmern. Und versuch das Ding jetzt ein bisschen... Och, nee. Bitte. Jetzt kriegst du schon hin, da vertraue ich voll auf dich. Ja, aber du, ich will auch mit bei Minecraft mit dabei sein, ne? Also... Ja, so ich mache jetzt nichts, was du nicht schon kennst oder was deine Abonnenten nicht gesehen haben. Ich mache jetzt bloß so ein bisschen normales Zeug und stopfe einfach ein paar Sachen ins Mikroskop, dass wir ein bisschen okay. was... Also erfüllt ein bisschen das Chemist Journal auf, ist ja klar. Boah, mit einer... Ach, das wäre so einfach. Einfach von jedem Item eins... Ein Dirt, ein Cobblestone, ein Sand. Wobei Sand und Stein relativ ähnliche Bestandteile haben. Gravel brauche ich nicht nehmen. So viel kann ich schon mal spoilern hier, ja. Okay. Obsidian. Das besteht, glaube ich, aus Siliziumdioxid. Oh, sehr gut. Also ich habe es jetzt, glaube ich, eventuell hingebracht. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht schaffen wir sogar Kupfer und Zinn zu synthetisieren. Wäre rein logisch möglich. Allerdings weiß ich nicht, ob das der Mod zulässt. Clay... Und Netherrack ist hier eine geheime Quelle. Also ich habe jetzt die ideale Form entdeckt für das ganze System hier. Das heißt, wir werden das wahrscheinlich so verwenden. Also ich meine, das muss schon ein Kreis sein. Das ist schon wichtig hier. Aber so jetzt an sich ist das hier ideal, glaube ich. Wir brauchen natürlich mehr Sonnenkollektoren, das ist klar. Also dann legen wir mal los mit Stein. Was ist im Cobblestone? Da ist Silikon und Sauerstoff drin. So, ich werde jetzt einfach... Der Clay, da ist Kaolin. Aha, man kann aus dem Clay Aluminium, Silizium und so gewinnen. Zwei Diagonal. Aha, wenn man... Alter, ehrlich jetzt. Wenn man Kupfer ins Mikroskop tut, dann kommen 16 Eisen raus. Willst du mich verarschen? Ja, oder halt 16 Fe. Also der kann Kupfer nicht anzeigen und denkt, das ist ein Ingot und macht daraus einfach Eisen. Trollalalal. Silikondioxid im Falle wir von Sand. Wir könnten uns jetzt damit das ganze Eisen ercheaten oder zumindest einen gewissen Teil. Ach, hier sind ja die Leitern. Mal sehen, ob ich da noch alle habe. Hier raus kann man auch Silikondioxid gewinnen. So, wir gehen mal Redstone, kurz hoch. Aber aus Redstone kriegst du Kupfer raus. Ja, ich ganz mein, klarer Scheiß. Muss sein. Also dann würde ich auch sagen, machen wir damit nichts.
So, also dann gehe ich mir auch mal hierher und zeige euch hier mal, was der Tobias hier gerade macht. Also hier ist natürlich das Chemist Journal. Er tut gerade den Tin Ingot hier rein und wir schauen mal, was drin ist. Da sind natürlich 16 Zinn. Das heißt, im Umkehrschluss heißt es natürlich, dass wir aus 16 von diesen Zinn-Elementen oder sagen wir Atomen Test-Tubes, das können jetzt auch Mol sein, übrigens eine Währung für die Stoffmenge, Währung, Größe, Einheit. Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Wie dem auch sei. So, hier der Kupferblock, der alte übrigens von Galacticraft, wird hier zu 16 Eisen, was natürlich, ich finde ja, das ist ja tipptopp, muss man wirklich sagen. Also hier, muss nicht sein, dass es aus Kupfer und Zinn besteht. Ich halte es jetzt einfach mal für... Hier ist übrigens ein wichtiger Block. Komm mal rein, bitte. Was? Netherrack, bitte. Hau mal den wichtigen Block Netherrack rein. Ja, allerdings sind in Netherrack, das ist ganz lustig, eigentlich stehen da nicht alle Teile, die in ihm enthalten sind. Man kann daraus... Das sind die Sachen, die immer sicher aus dem Netherrack rauskommen. Es gibt aber noch ganz viele andere Sachen. Also ihr seht hier, da unten steht irgendwie schon 10%. Das ist allerdings noch ein bisschen falsch. Da kommt noch... Ah, jetzt haben sich ein paar Sachen geändert. Siehst du, jetzt kommt noch Nickel raus. Technetium, radioaktiv. Bei mir hat sich jetzt kurz geändert. Auf alle Fälle, ja, jetzt hat sich wieder geändert. Da was kommt auch Titan raus, da kommt alles Mögliche raus, aber immer nur zu einem geringen Prozentteil. Ich mach das jetzt einfach mal und schieb das jetzt, guck mal in den Chemical Decomposer und zerleg einfach mal Netherrack, was das Zeug hält, mal ein Stack und guck mal, was rauskommt. So, und das was natürlich auch wichtig, wichtig oder ganz interessant ist, ist natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt 16 Netherrack-Blöcke da zerlegen, dann kriegen wir daraus einen Eisenbarren, ja. Ist ja, wenn wir kriegen auch nur zu 10% Eisen raus. Ja, also, wieso denn? Das war doch ein sicherer Bestandteil. Ja, jetzt macht jetzt hier einfach mal fett Ding rein. Genau, bleib doch mal nicht. Ey, es ist Eisendreioxid. Wo war das? Er hat Redstone da reingetan und jetzt Eisendreioxid. Tu das in das Mikroskop rein, weil dann ist nämlich. Ja, oder ich gib's mir. Ich tu es ins Mikroskop. Da sehen wir nämlich Bestandteile. Da sehen wir nämlich Eisen und Oxygen, ja. Jetzt ist also, das ja auch gespeichert und dann zerlegen wir einfach das Eisendreioxid auch weiter in Eisen. So, wir zeigen euch jetzt mal gleich, wie man hier ganz easy und simpel ein Eisen macht. So, wir nehmen hier die FEs. Hier kommen wir in die Synthesis. Genau, da brauchst du allerdings, musst du mir, bevor wir das machen können, müssen wir zuerst einen einzigen Eisenblock in das Mikroskop legen. Junge, ich hasse diese Synthesis-Maschinen, Junge. Ah ja, genau, tu mal kurz einen Eisenblock da bitte rein. Ja, ich muss jetzt erstmal Eisen irgendwo herholen, ja. Yay, was finden wir wohl, wenn wir ein Element da rein tun? Also, nichts. Oh. So. Für alle, die es natürlich nicht in der Schule durchgenommen haben. Ey, warte mal kurz, ein Diamanthelm. Okay, solche Items erkennt ihr noch nicht. Unglücklicherweise. Aber falls ihr euch daran erinnert, man kriegt natürlich aus einem Diamanten hier, ich glaube, wie viel waren Stacks? Ich glaube, 4 Stacks. Nein, 4 Carbon-Nanotubes, ja, die dann wiederum ja, aus 4 Stacks Kohlenstoff bestehen. 4 Carbon-Nanotubes. Und die sind ist im Prinzip 4 Stacks Kohle. Ein Eisen besteht aus 16 Fe. 4 Stacks Kohle, also im Carbon. Genau, und dann könnt ihr nämlich hier das Chemist Journal auch mal aufmachen und ihr seht hier all die ganzen Sachen drin, die ich abgefragt habe. Ja, ich sehe es sehr und so. Und ich gebe es natürlich auch mal zu dir hier, dann kannst du es zeigen. Ich weiß nicht, fähig! So, ihr seht also, was wir jetzt hier alles eingespeichert haben, zum Beispiel auch das Iron Trioxid oder Eisendreioxid. Und was können wir damit machen? Jetzt klickst du einfach als letztes auf Eisen drauf. Jetzt öffnest du das Buch und klickst auf Eisen. Ja, dann schauen wir mal ganz kurz da rein. Eisen. Und hier der Eisen. Und da sieht man 16 Eisen. Eisen. Dann steckst du das einfach Tubes. Jetzt in die Chemical Synthesis. Ja, ja, das weiß ich schon. Mir brauchst du es nicht erklären. Das kannst du den Abonnenten erklären. So. Die Frage ist bloß, wie wir es anordnen müssen. Ich schätze einfach mal in... Nein, du hast es doch gerade schon Eisen rausgeholt. Echt? Alles also auf einem Platz. Also bei mir stand es nicht dran. Bei mir ist es... Ach so, pass auf. Gib mir das Eisen, ich zeig's dir. Geh mal kurz weg. Ich tue hier das Eisen, das Chemist Journal rein. Junge, wieso hast du die Dinger reingetan? Welche Dicken? Dinger. So. Jetzt kommt hier das Ding rein und jetzt kommt das raus. Jetzt kannst du es rausnehmen. So, wir haben 3 Eisenbarren bekommen. Yay. Richtig geil.
richtig, so, richtig, also es, hier es lohnt ist sich, sozusagen ja. wieder so eine Art Bauplan, wie wir wahrscheinlich schon kennt von ihr, wie auch immer. Und wir werden es natürlich wieder so genial sortieren, wie ich vorgeschlagen habe, das letzte Mal, und zwar einfach nach den Buchstaben, nach dem Alphabet, weil wir werden das nicht nach dem Periodensystem machen, glaubt mir einfach. Ja, Kupfer kommt hier, und dann kommt hier Sauerstoff. Ja, und dann sage ich euch noch natürlich schnell hier, was können wir jetzt aus Netherrack machen? Netherrack ist sehr, sehr produktiv als Rohstoff an sich. Und ja, dann stecke ich den jetzt hier einfach rein, wenn ihr auch mal drauf geklickt habt. Sag's mir, wenn du fertig bist. Ich hab gar nichts reingeschoben. Ja, noch nicht. Ich warte noch, bis du hier drin reinschaust. Und los geht's. Der wird zerlegt in jede Menge Scheiße. Heide, nein. Alter, kommt noch mal. Nicht alles rausnehmen. Und jetzt vor allem nicht das, was du jetzt gerade rausgenommen Technetium hast. Technetium habe ich. Technetium ist ein wunderbar. Element, das ist radioaktiv. Das heißt, wenn ist das es länger auch? Also das länger ist. Das heißt, das hat hier 23 Stunden Zerfallszeit. Das heißt, wir legen das mal hier ganz kurz rein. Ah, da. Okay. Legen das mal kurz in unseres Chemical Storage Chest. Ja, weil darf ich mal kurz erklären? Ja, wenn das Technetium dieser Countdown abläuft, das sind wirklich richtige 23 Stunden, also es läuft eigentlich nie ab, wenn man es jetzt nicht in der Chest hat oder so, dann zerfällt das Technetium zum nächst kleineren Element und das ist in dem Fall Molybdän, wenn ich es richtig im Kopf habe. Element, das kann man einfach gar nicht brauchen. Das ist einfach unsinnig. Ja, und was kriegen wir hier noch sonst raus? Ja, Titan, Nickel, Eisen, Sauerstoff und Silikon. Silikon kriegen wir immer raus zu 100%. Nein, nicht ganz zu 100%, aber relativ häufig. Häufiger als den Rest. Ja, hier stehen auch immer ganz nett so ein paar Attribute dabei. Also man sieht auch, dass es gasförmig ist, wenn da diese Pixel rumfliegen oder fest. Und ja, nehme ich jetzt einfach mal raus und tu das auch. Hol ich jetzt mal noch ganz kurz eine Kiste. Oh. Oh, Junge, diese hässliche Türe. Ich hasse Eisentüren mit Knopf. Was? Ja, deswegen habe ich ja mal gesagt, hier die Good Guy Door einzubauen. Das machen wir jetzt ganz einfach. Hier machen wir einfach ein paar Buttons aus Holz und dann gehe ich mal ein bisschen rum. So, was wollte ich jetzt nochmal bringen, Tobi? Ich wollte irgendwas holen. Ich weiß ja nicht, ich zerlege jetzt mal ein paar einfachere Elemente, zum Beispiel Cobblestone, genau. Da ist jetzt gar nicht draus gekommen, weil die Wahrscheinlichkeit nicht bei 100% ist. So, ja, aus dem Kupferbarren sind jetzt einfach 16 Eisen rausgekommen, die kommen zu 100% raus. Das heißt, ich kann jetzt daraus einfach Eisen bauen. Was für ein Schwachsinn. Ich habe jetzt einfach aus einem Kupfer ein Eisen machen können. Oh, ja, das Sniper. Heißt, das können wir, ja, Kupfer zu Eisen, aber nicht Eisen zu Kupfer. So können wir das umwandeln. Ja, dann habe ich jetzt auch nochmal aus dem Sand Silikondioxid rausbekommen und aus dem Kohlenstoff Okidoki. Natürlich. So. Aus der Kohle Kohlenstoff. Was werden wir jetzt also tun hier? Ich wollte ganz kurz mal die Buttons placen, weil es uns ja so mächtig aufregt. Außerdem sieht man die so schlecht, finde ich. Ja, was ist ein Silikondioxid? Das untersuchen wir jetzt natürlich auch, um das wird drin sein, Silikon und Sauerstoff natürlich. Und das können wir jetzt auch wieder zerlegen. Wer hätte es gedacht? Ich meine, kann man ja so selten in Minecraft. So, und jetzt kriegen wir natürlich was raus? Ja, Silikon und Sauerstoff, ja. Aber zwei Sauerstoff, Freunde, ja. Die sagt natürlich gewisse Dinge auch aus. Die ist ja die lateinische Vorsilbe für zwei. Solltet ihr wissen oder auch nicht, dann habt ihr es jetzt gelernt. Und ja, wir haben ja immer so sinnreiche Inhalte in unserem Let's Play. Die Minecraft-Folgen sind wahrscheinlich die einzigen mit. Ja, langweiligsten auch, aber mit die halt auch am ehesten hier, ne? Ja, das stimmt allerdings. Tipptopp. Oh, und hey, man kann Silikondioxid trinken. Komm, da ächzen wir jetzt mal ein Glas. Hier, nimm mal. Warte. Werde ich vergiftet? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Lass einfach machen, okay? Das kannst du doch mit jeder Chemikalie. Also, auf geht's. 1, 2, 3, los. Ja, ich habe einfach Schaden bekommen und das war's. Du hast nicht getrunken. Warum hast du nicht getrunken? Ja, weil ich keinen Schaden brauche. Hätte ja sein können, dass du verreckt wärst. Nein, du stirbst bei keinem Element. Ja, sonst, also du stirbst nicht bei Radon, ja, also ja. Oh, das ist, Spinnenaugenbeschienen aus Carbon zweimal und dann Tetrodotoxin. Tetrodotoxin. Ja, was wird wohl sein? Giftig. Ja. Spinnenauge so allein ist natürlich nicht so giftig, weil es ja, es kommen halt einfach. Es macht eigentlich keinen Sinn, dass da Tetrodotoxin drin ist. Und warte mal kurz, haben wir jetzt genug Elektromagneten? 38, du wirst mich echt verarschen, oder? Ja, es werden hier gemacht, ich kann auch nichts mehr tun. Naja, keine Wolle da. Offenbar werden keine gemacht. Oh, so. Hier, das ist auch interessant, ein Faden, der besteht aus Glycin und was weiß ich nicht alles.
So, und was war die? Oh ja, da haben wir gleich rausgekommen. Genau. Drei Verbindungen. Serin, das ist eine, ja, Amino-Acid steht da schon zwischen den Klammern. Und falls ihr wollt, dass ich an Tobis Position rumschimmel und die ganze Zeit irgendwelche Elemente sagt, dann könnt ihr das mir gerne sagen. Wir wissen, dass es euch wahrscheinlich nicht so als besonders interessiert oder so. Ja, also da kommen drei verschiedene Aminosäuren raus. Und ja, ne? Glycin. So, danke sehr, danke sehr. Danke, ich nehme eure Wolle gerne. Dann gehen wir hier noch ein bisschen durch und weil... Verbindungen tun wir selbst, finde ich, in der Arbeit. Ich meine, so. Man braucht halt unbedingt diese insulierten hässlichen Kabel. Insuliert. Es hat nichts mit Insulin der Bauchspeicheldrüse zu tun. Warte, Insulin war schon die Bauchspeicheldrüse, oder? Das trinken wir mal Magnesiumoxid. Tobi? Kriegen wir Schaden, was? Insulin war die Bauchspeicheldrüse, oder? Nee, das war die Zuckerdrüse. Ne, die Bauchspeicheldrüse produziert Insulin. Okay, dann wunderbar, dann lag ich ja richtig. Dann tun wir hier mal kurz den Diamanthelm zurück, weil muss nicht sein. So, die Buttons lassen wir auch mal da drin. Ach, ich habe ja immer noch diese hässlichen Dispenser im Inventar, ja. So, oh, ich bin gleich Level 51. Wir versuchen mal die Jump Map kurz. Es wäre ganz geil, wenn das jetzt klappen würde. Es wäre ganz geil, wenn ich jetzt klappen würde mit der Jump Map hier, ne? Also, Junge, wird nix hier, du, das wird nix. Oh, ich bin einfach viel zu schnell, ohne Spaß. Ich komme da einfach locker drüber. Ja, ich müsste jetzt meine Rüstung ausziehen, deswegen habe ich jetzt eigentlich keinen Bock auf die Jump Map. So, Tobi, du musst nur die, den... Ey, das ist ja eigentlich geil, ne? Weil sobald ihr die Tier einfach auszieht und euch eine Tier-Chestplate oder sowas anzieht, dann seid ihr super schnell. So. Jo, ne? Ey! Was? Hey! Nee! Bist du unsichtbar? Ja. Nein, bist du nicht. Alter! Wieso ist das da schon wieder kaputt gegangen? Was ist schon wieder kaputt gegangen? Ja, guck doch mal da hoch! Oh. Und ich war das gerade nicht. Ja, ist wahrscheinlich was hier in die Luft gegangen. Creeper oder so, ich weiß ja auch nicht. Ja, kann ja alles sein. Und ja. Wir gehen mal ganz kurz hier, damit ich hier noch ein bisschen in der Space Station euch was zeige. Obwohl, wir können ja noch was machen. Ah ja, jetzt weiß ich auch, was ich wollte, genau. Ja, was hast du die Elektromagnetproduktion jetzt hier eingestellt, oder was? Also, nee, habe ich nicht. Die ist selber ausgegangen, du Schlauberger. So, dann gehen wir mal hier, tun wir das ganze Zeug wieder rein. Brauche ich nämlich alles nicht. Die Buttons auch nicht, die Science auch nicht, den Bogen auch nicht. Oh, und da ist wieder das wunderschöne Surren der Wir produzieren Factory. Auch immer was, wenn wir da stehen, ne? Aber so, und jetzt pass auf, das will ich jetzt wirklich sehen. Also, es kann sein, dass ich mich wirklich jetzt gleich irgendwie mit Lichtgeschwindigkeit bewegen werde. Aber das werden wir jetzt gleich sehen hier, Freunde. Achso, du hast jetzt hier mal wieder... Pass auf, mein Friend. Ja, das wird lustig. Und zwar, ich drehe jetzt nur... Ach, scheiße, wir haben keine Violen mehr. Ah, doch, hier. Ja, ich nehme es mal hier raus. Sehr gut, habe ich schon. Dann tue ich mir mal ganz kurz einen Stack hier machen. Und es kommt Kokain auch raus, geil. Ja, gib mal her, Mann. Ja, Moment. Ich tue nur immer eine Verbindung weg, damit wir die analysieren. Und ja, so. Dann gib den Rest her. Kokain, Hydrochlorid. Wir haben doch früher irgendwas anderes rausbekommen. Ja, haben wir auch. Was ist jetzt los hier? Wir haben früher Amphetamine rausbekommen. Das finde ich jetzt nicht okay. Wir schauen mal ganz kurz. Das besteht nochmal aus zwei Unterverbindungen. Sehr geil. Das machen wir jetzt hier direkt mal. Ja, wir können daraus direkt Kokain herstellen. Also, dann wird es Zeit, Kokain zu nehmen. Lass mal machen hier. So. Nein, das ist nicht Kokain. Das ist Kokainhydrochlorid. Ja, du kannst es mal zu dir nehmen. Ist so geil. Ich habe Nausea. Nein, das ist das richtige Smoking Kokain weed hier. Every day. Smoking weed every day. Nein, das ist das richtige Kokain. Hey, ich habe Night Vision. Hey, ohne Spaß, ich habe Night Vision. Ich hab noch nicht mal... Junge, das ist, glaub ich, Nausea 5 oder so. Oh, wir sind so auf Drogen, ey. Ohne Spaß. Alter, aber wie schnell du läufst mit dem Kokain. Yeah. Und du hast Nausea, Night Vision und Speed. Ja, geile Scheiße. So, jetzt drehen wir... Das ist ein wirklicher Drogentrip. Ja, Tobi, ich dreh mal ganz kurz mein Speed ein bisschen hoch, okay? Nur für die Folge. So, ja. Warte, wo ist das nochmal gewesen? Ich weiß gar nicht mehr. Tobi, wo war das schneller werden? Ich weiß auch nicht. Ich bin gerade etwas verwirrt mit meinem Nausea. Ach, das war der Sprinterassistent. So, wir können jetzt einfach mal die Buckets so, Power ein bisschen hochdrehen. Was, wo ist die Power? Nehmen wir mal ein Bucket weg und versuchen mal unsere Kühe zu melken, wenn mir das in dem Zustand irgendwie gelingen sollte.
Aber ich laufe jetzt sehr schnell, ne? Warte mal, wozu habe ich jetzt diese Power hochgestellt? Alter. Damit können wir bestimmt gut eine Challenge machen. Jo, ist übertrieben, ne? So, jetzt nehmen wir mal ganz kurz hier ein bisschen Kokain zu uns. So, und? Jo, ist nicht so. Schau es dir bitte an, Junge. Ich habe Kokain genommen. Tobi, schau es dir an, wie schnell ich bin. Alter, weiß, Schwede. Ich weiß. Ja, ich habe auch noch den Assist. Wo bist denn du? Jo. Junge, ohne Spaß, warte kurz. Ich bin so schnell. Ich war noch nie so schnell in Minecraft. Ich sprint gerade. Oh. Ich bin zu schnell, wirklich. Ich bin zu schnell zum normal Laufen. Wo bist denn du? Ah, warte mal, der Effekt ist rausgegangen. Oder? Scheiße, von Kokain kriegt man ja mächtig Hunger, gell? Das müsst ihr. Ich warte. Weiß. So, jetzt pass auf, Tobi. Tobi. Warte. Oh, fuck. Ich bin gar nicht gesprintet gerade, ne? Ja, komm mal schnell her und sammel die beiden Milch. Ja, schnell auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann es nicht kontrollieren ohne Spaß. Nausea macht's mir zu schwer. So. Jole. Komm einfach mal so zu in die Nähe unserer Base und bleib stehen. Ich weiß nicht wo. Bleib stehen. Und jetzt trink das. Ich will keine Milch trinken, ich will Nausea for the win. Dann trink das. So, jetzt pass auf, schau dich das bitte an. Trink mal das ist auch der feine Stoff hier. Guck mal das hier. Alter Schwede, ist das hart. Nee, komm doch her, wir haben nicht mehr lange Zeit. Du bist doch hier der Lahme. Da, das ist so. Auch feiner Stoff. Hydrogenchlorid, nein, ich werde nicht Salzsäure zu mir nehmen, also so dumm bin ich nicht. Das frischt doch hier deine Magenwand auf, ja. Ja, eigentlich wäre es nicht schlimm für mich, also ehrlich gesagt, weil wir ja, HCl wegstecken können. Ich weiß nicht, was Kokainhydrochlorid genau sein soll. Was? Ist irgendeine Salz- und Kokainverbindung, ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt was? Gibt. Hydrogenchlorid. Nein, du hast ja Kokain. Ach so, ja, Hydrogen. Das gibt dir Schaden, aber auch die Effekte von Kokain, ja. Und dann kannst du raus Kokain. Ja, das Kokain gibt mir aber auch den Schaden. Ja, aber nicht so viel. Gleich viel. Guck mir mal, was sie aus Rotten Flesh Interessantes machen. Ja, eigentlich glaube nicht so viel. Ach, wir schauen jetzt mal noch eine Sache, welche würde mich noch interessieren. Und zwar gehen wir mal kurz hier zurück hier. Junge, mach einfach diese blöde Tür auf. So, dann schauen wir mal kurz. Was wohl daraus? Flash Nodularin. Das zerlegen wir doch mal. Das jo, Chromium, Vanadium, Beryl, Chromium und Vanadium. Okay, es scheint, boah, ja, Alter. Beryllium, aus Beryllium sind die meisten Edelsteine aufgebaut. Was in Beryl alles drin ist, ist ja richtig hart. So, das heißt, wir haben einige Sachen. Nehmen wir den Emerald kurz raus. Ich will jetzt auch noch schauen, was in dem Milcheimer drin ist. Gar nichts natürlich. Toll. Ja, das ist ein Item, das bringt nichts. Wir schauen mal ganz kurz hier nochmal in Cobblestone, Silikon und Oxygen. Nodularin besteht, das habe ich schon gemacht, das ist auch alles schon drin. Ja, aber warte, mich interessiert. Nodularin, das ist jetzt interessant hier, besteht hier aus sehr vielen Einzelstoffen, also sind nicht verwertbar. Komm, lass mal jetzt was davon kippen, weil du kannst nie sterben. Und wenn du volles Leben hast, dann riskierst du nichts. Ich glaube, das ist aus Rotten Flash. Ja, kriegst einfach Hunger 2. Ah, komm, ich mach's für die Gleichberechtigung. Hunger 2. So, wir dürfen. Hier ist ein Eimer Milch. Warte, ich geb dir auch einen Eimer Milch. Ja, dann gib her. Ich habe nur eine einzige Kuh gemolken, die hat einfach 6-mal direkt Milch gegeben. Ja, ist gut, ne? Läuft. So, und ich würde schon fast sagen, Tobi, mit dem. Ja, wir sind am Ende der Folge, aber deutlich. Ja, und ihr seht, man kann viele schöne Dinge machen mit den ganzen Chemikalien. Ja, so. Warte mal, ich glaube, es gibt ja, soweit ich weiß, auch noch LSD. Tobi, unsere Verbindungen kommen übrigens hier rein, ne? In welche? Hier, die große Chest. Die habe ich jetzt schon hier reingetan. Ja, aber das ist besser in der großen Chest, da passen mehr rein. Es kommt bis zu einem Stack in die große Chest und der ganze Überschuss kommt in die kleinen, okay? Okay. Dann ist es gut. Ja, Kokain haben wir jetzt hier mal fett probiert. Ja, da müssen wir auf alle Fälle. Auf alle Fälle ist es aber nicht mehr so schön wie damals mit den Amphetaminen. Ich muss gerade mal schauen. Es gibt auch noch Aspirin. Das macht ja fast dasselbe wie die Amphetamine. THC, da ist es ja. THC, C21H30O2. Gib mal her. Ja, das könnt ihr auch mal nehmen. Ja, das habe ich ja nicht. Denn ich habe bloß gerade geschaut, ob es das noch gibt. Und das gibt es auch noch. Allerdings, ja, müssen wir mal gucken, wo das irgendwie drin sein könnte. So, oder gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir sind jetzt
sehr weit vom Ende, ja. Wir haben jetzt bestimmt, glaube ich, 27 Minuten aufgenommen. Und ja, dann sehen wir uns. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao und bis dann. Bis dann.